und Herren, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe der Familienshow im Kultusender. Und das wäre dies Abend ohne James Lars. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir haben heute wieder so viel im Angebot für Sie. Es lohnt sich wieder, es gibt so viel zu lernen. Bei uns für Sie gratis, nämlich Flamenco. Ein gratis Flamenco-Kurs. Wenn Sie das als Video bestellen würden, das würde Tausende von Mark kosten, bei uns gratis. Und heute Mittag haben wir es gehört. Ja, gescheitert. Steuerreform. Haben Sie es gesehen? Ja, in den Nachrichten. Erst Oskar Lafontaine und dann Rudolf Scharping. Gescheitert. Schade. Die Steuerreform hätte für viele von uns Hunderttausende von Mark Vergünstigung gebracht. Im Monat. Aber jetzt verzögert sich das. Wir können Ihnen aber noch mal genau erklären, was das mit der Steuerreform auf sich hat, was zum einen die Regierung möchte und auf der anderen Seite die Opposition. Rudolf Scharping, und das ist auch etwa das Tempo der heutigen Sendung. Flamenco und dann Opposition. James, wieder mit dabei. Letzte Woche 68 gewonnen. Den haben wir. Vorbildlich. Meine lieben Hausfrauen, wir, die wir heute Morgen schon auf den Wochenmärkten Frisches geholt haben, die wir mit den Marktfrauen gesprochen haben und uns gesagt haben, ja, das sind sie, die wahren Philosophinnen, oder? In diesen Frauen ist so viel Weisheit, so viel Lebensklugheit, und wir fragen uns oft, warum hören wir das nie? Wenn wir mit ihnen sprechen. Jetzt ist Spargelzeit. Haben Sie auch gemerkt? Haben Sie auch Spargel gekauft? Sind Sie auch Spargelfans? Ja, alle sind, natürlich, alle sind Spargelfans, Asparagus für die Humanisten unter Ihnen. Und man hört ja jetzt wieder den Standardsatz, Spargel? Nein, mit Spanischem kannst du mich jagen, ich warte auf den Deutschen. Oder? Für die Kenner. Mit Spanischem kannst du mich jagen, ich warte auf den Deutschen. Das Tolle, Spargel ist ja so gesund. Er entwässert. Sie merken das, wenn Sie so einen Pfund essen, abends. Ja. Und ich habe gedacht, wenn Spargel so entwässert, wäre es nicht eine tolle Idee, man pflanzt ihn in den Schürmannbau? $90 Millionen kostet die Renovierung des Schürmannbaus. Aber das sollte es uns wert sein. Man kann ja bei Freunden wirklich Herzattacken hervorrufen, wenn man sozusagen die Spargelschalen wegwirft. Wissen Sie? Das ist auch kommunikativ, nicht? Was erfährt man nicht alles über Ehen aus der Nachbarschaft beim Spargelschälen? Und dann wirft man diese Schalen weg, dann sagt man, bist du wahnsinnig? Da mache ich doch eine tolle Suppe davon. Eine ganz fantastische Suppe. Ich verlängere immer das Spargelessen, indem ich so nicht richtig schäle. Und dann kaut man so gut 10, 15 Minuten auf dem holzigen Teil, ja? Und jetzt frage ich mal die Knickerkenner, die Benehmensfachleute und ihnen, wohin mit diesem Rest? Den kriegt man ja auch nicht runter, oder? Und nimmt man eine Serviette um, ja? Oder macht man es wie ich, bloße Hand, und dann in der Hoffnung, dass einer irgendwie nicht hinguckt, schiebt man es unter den Tellerrand, legt man es auf den Tellerrand, unter die Serviette oder einfach so als feuchtes Knäuel auf den Teller. Ich weiß nicht, ich habe noch nie was darüber gelesen, wohin mit dem holzigen Spargel, den man nicht runterkriegt. Wie isst man ihn richtig? Mit Messer? Mit der Hand? Vom Kopf her zuzeln, wie die Bayern sagen? Ich sage, meine Damen, bitte, wenn Sie in Gegenwart von älteren Herren Spargel mit einer kräftigen Portion Sauce Hollandaise. Ja, Vorsicht, das kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Spargel gilt ja im Allgemeinen, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, als Aphrodisiakum. Sagt man Aphrodisiakum?
Scharfmacher. Ja. Aphrodisiakum. Ich kann mir das nicht vorstellen. Spargel soll erotische Lüste wecken. Ist doch viel zu dünn. Schön, dass du hier bist, James. Die nächste Meldung wird unseren großartigen Freund und Gast heute Abend, Marco Rima aus der Schweiz, interessieren. Etwas sehr Interessantes. Schweizer Frauen fordern eine Gewaltsteuer für Männer. Man hat festgestellt, in der Schweiz geht 90% der körperlichen Gewalt von Männern aus. Und da sagen Frauen, wenn Männer schon so gewalttätig sind und so viel Schaden anrichten, sollen sie dann nicht auch dafür Steuern zahlen. Gewaltsteuer für Männer, der sogenannte Bohlenpfennig. Ja, das heißt, Brigitte Nielsen bei uns zu Gast. Brigitte Nielsen, der sogenannte Bohlenpfennig. Ich frage mich, wie wird diese Steuer bezahlt, die Gewaltsteuer? Als monatliche Abschlagzahlung? Oder sagen deutsche Männer, machen wir mit, als eine Art Solidaritätszuschlag? Da kommt ja was rum, oder? Da kommt ja was rum. Ich weiß, wenn das 7% sind auf die Lohnsteuer oder auf die Einkommensteuer. Ich finde auf der einen Seite, Gewaltsteuer für Männer in der Schweiz, es geschieht den Schweizer Männern recht, oder? Was braucht denn die Frau in der Schweiz? Das Wahlrecht. Ja, lange Jahre war die Schweiz normal, oder? Frauen hatten nichts zu wählen. Ja. Und plötzlich... Ich glaube, es gibt nur noch einen Kanton in der Schweiz, wo das auch noch so ist, dass Frauen im Grunde nicht viel zu wählen haben. Das ist Innerrhoden. Das heißt Innerrhoden. Ich habe immer so gelacht in der Schule, wenn ich es gelesen habe. Innerrhoden, aber das heißt Innerrhoden. Und da ist es, glaube ich, noch stark eingeschränkt. Da trifft man sich einmal im Jahr auf dem Marktplatz, hebt die Hand und geht wieder heim. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht was ganz Falsches, muss ich gleich mal Marco Rima fragen. Aber ansonsten haben die natürlich die demokratischen Schweizer Wahlrecht für die Frauen, wie alle anderen Länder auch. Ich finde... Ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, wie denn Gewalttätigkeit von Schweizer Männern gegen Frauen aussehen soll. Denn wer die Schweizer kennt, der muss ja sagen, wenn der Schweizer Mann zuschlägt, hat die Frau genügend Zeit auszuweichen. Von daher... Ja, das Thema Steuerreform und gescheiterte Spitzengespräche kommt gleich. Gefordert hat diese Entscheidung, Gewaltsteuer für Männer in der Schweiz, die Basler Frauenliste. Ich habe es gelesen, was? Baslers Frauenliste? Nein, Basler. Baslers Frauenliste, das hieß ja, Basler könnte auch noch Schlagersänger werden, oder? Die Basler Frauenliste in Basel in der Schweiz. Und jetzt, meine Damen, kommt etwas ganz speziell für Sie. Wenn Sie heute Zeitung gelesen haben, so groß, unterwegs in Deutschland, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Diesen Satz sage ich heute Abend sehr oft, aber es sind so wahnsinnig viele Fremdworte. Asparagus, Aphrodisiakum, und beides brauchen Sie, wenn Sie folgenden Mann genießen wollen. Joaquin Cortez. Das ist er! Lassen Sie nicht durch die Annonce für brennende Augen und gerötete Augen. Das schauen Sie, das ist Flamenco-König Joaquin Cortez. Der sagt, wenn ich tanze, entblöße ich meine Seele. Und Flamenco. Für Sie zu Hause, ein Gratiskurs in Flamenco. Kann man das einfach so lernen? Ja. Ah. Sie heißen Harald? Ja. Verfügen über dampfende Sinnlichkeit und ein männlich markantes Äußeres? Ja, natürlich, klar. Gut, dann brauchen Sie zum Flamenco eigentlich nur noch die richtige Garderobe. Ja. Wir haben uns gerade zwei Kleidungsstücke im Lüft zugeschnitten, zusammengestoßen. Ja. Sehr hübsch, ja? Ja. Toll. Diese Jacke erinnert mich übrigens an den Frack, den mir die ARD mal hat maßschneidern lassen. Okay. Na ja, dann können wir loslegen. Ja. Flamenco, das ist Torero-Trockentraining. In der Grundhaltung legen wir also beide Hände an unsere Hüften, wickeln das rechte Bein leicht an
und blicken stolz nach vorne. Ich sagte stolz. Sie sollen mal stolz blicken. Mein Gott, Schmidt, jetzt kramen Sie mal alles zusammen, was Sie an Stolz haben. Ah, geht doch. Großartig. Legen Sie jetzt den linken Arm auf den Rücken. Den rechten legen Sie hinter Ihren Kopf. Und dann halten Sie sich mit den Fingern der rechten Hand an Ihrer linken Gesichtshälfte fest. Sieht das dämlich aus. Das hat mit Flamenco überhaupt nichts zu tun. Was? Das hat mit Flamenco nichts zu tun. Wir machen aber jetzt weiter. Umfassen Sie jetzt die Jackensäume in Brusthöhe und stampfen einmal mit dem rechten Fuß auf. Das bedeutet für jede Frau: Hallo, ich bin stolz, ein Mann zu sein. Stampfen Sie jetzt mit links und rechts auf. Das bedeutet: Hallo, wir beide werden gleich ganz schön stolz sein, dass ich ein Mann bin. Und jetzt stampfen wir staccato mit beiden Füßen und klatschen rhythmisch in die Hände. Das bedeutet: Hallo, wir zwei gehen jetzt schön pimpern. Jetzt stampfen wir schneller, winken der Dame und rufen: Ei, 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 ei. Das bedeutet: Oh Scheiße, zieh dich wieder an, da hinten kommt ein Mann. So einfach ist Flamenco. Heute lese ich in der Zeitung, heute ist Welttag des Buches. Schauen Sie hier, ein Mensch ohne Bücher ist blind. Welttag des Buches, Buch, liebe Sat.1-Fans. Buch, das kennst du, mit vielen Buchstaben, die Sie aus dem Glücksrad kennen. Ja, das Buch. Oder gehören Sie auch zu den Leuten, die immer in der Buchhandlung sozusagen den Klappentext auswendig lernen und dann so tun, als hätten Sie das ganze Buch gelesen? Kennen Sie? Ja, wo so einfach nur die Rückseite informieren. Ja? Sollen wir Ihnen da ein bisschen helfen? Wir haben ja unsere große Nachhilfereihe und heute beschäftigt sich beim Thema Nachhilfe alles mit dem Fach Erdkitsch. Und die Frage heute heißt, für alle Bücherfans, wie heißen alle Länder dieser Erde? Wie immer 10 Sekunden Zeit zum Überlegen. Es sind, glaube ich, 172 Länder. Schade, das wäre es gewesen. Ja? Es geht von Afghanistan bis Zypern und das erste Land ist Afghanistan. Dann kommt Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados oder Barbados, je nachdem, wo in Deutschland Sie wohnen, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Botswana, Brasilien, Brunei. Sie wissen, mit dem Sultan der Blondinen, die von nichts ahnen, einfliegen lässt und sie nächtelang in der Disco gefangen hält. Und irgendwann, ja, ich habe es gelesen von dieser naiven Amerikanerin. Dann Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, die Republik, China, die Volksrepublik, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, das heißt, glaube ich, Dominika. Dominika, dann Dominikanische Republik, Djibouti, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Großbritannien, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Russland, Israel. Yeah.
Dann geht es weiter mit Italien, Jamaika, Japan, Jemen. Viele deutsche Touristen dort unterwegs. Jordanien. Dann steht hier noch Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan und Katar. Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, die Demokratische Volksrepublik Korea, die Republik Korea, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia. Wir haben noch einige, kein Grund zur Eile. Nauru, wo ist das denn? Wissen Sie, wo Nauru ist? Nein, keine Ahnung, ich auch nicht. Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande. Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, die Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, die Russische Föderation, die Salomonen, die Sambia, Samoa, San Marino, St. und Principe. Ach so, Sao Tome. Sao Tome und Principe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis. Das ist großartig. Das sind zwei Karibikinseln. Und die liegen etwa eine halbe Flugstunde entfernt zwischen Guadeloupe und Saint Martin mit wunderbaren Golfplätzen auf St. Kitts. Ja, es wird auch eine. Sie gehören zu den, glaube ich, Virgin Islands. Was denn? Ich hätte da noch mal was sagen dürfen. St. Lucia. St. Vincent und Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrien, Tadschikistan, Tansania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu in der Südsee, Vatikanstadt, Venezuela, die Vereinigten Arabischen Emirate, Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zaire, Zentralafrikanische Republik und Zypern. Oh, schon vorbei. Das geht ja schnell. Das sind die Länder unserer Erde. Heute Mittag ungefähr 11:30 ging die Nachricht über den Bildschirm. Die Steuerreform, die Vorgespräche sind gescheitert. Die Opposition hat abgebrochen. Was genau bei der Steuerreform geplant ist, was die Regierung möchte und die Opposition, das zeigt Ihnen jetzt unser steuergeschichtlicher Überblick. Die Regierung fordert, dass keine Quittungen mehr anerkannt werden, die mit Tante Hilde unterschrieben sind, dass Königsberger Klopse weiterhin als eklig gelten und bei der Pizza nur noch 3,2 Jahreszeiten vom Fiskus anerkannt werden. Weiterhin sollen folgende Organisationen in Zukunft nicht mehr als gemeinnützig anerkannt werden. ZDF, Hoodies, Luigi Corleone Import und Export Neapel. Die Opposition legt die Schwerpunkte anders. Sie legt Wert darauf, dass in Zukunft auch Krankheiten besteuert werden. Das hätte zur Folge, Magersüchtige müssen den Gürtel enger schnallen, Beinamputierte müssen kürzer treten, Schizophrene müssen doppelt zahlen und Unfallopfer müssen richtig bluten. Bisher konnten Arbeitszimmer voll abgesetzt werden, auch das wird sich ändern. In Zukunft sollen Klapptische nur zur Hälfte absetzbar sein, Schreibtischlampen nur bis zu 10 Watt, es sei denn, sie sind rot, und ohne Gummi kostet extra. Das ist sie, im Wesentlichen. Die Steuerreform. Die Spargelsaison ist eröffnet und ich sage es nochmal, der klassische Satz zu dieser Jahreszeit heißt, mit Spanischem kannst du mich jagen, ich warte auf den Deutschen. Spargelzeit, das Thema der erfolgreichsten Serie aller Zeiten in Sat 1. Demnächst in Sat 1, die dicken Kinder von Landau. Folge 194, Mama, es ist zu viel Spargel in der Butter.
Es ist immer wieder überraschend für uns. Das wird ja genau untersucht, wer jeden Tag die Sendung anschaut. Im Überwiegenden sind das junge Menschen bis 12,7 Jahren, die das Abitur mit 14 gemacht haben und bis zu 72.000 Mark in einer halben Stunde verdienen, den Schnauzbart nach hinten geföhnt haben und feiertags eine Rothaarperücke tragen. Das sind im Wesentlichen unsere Zuschauer. Aber, und das hat uns alle unglaublich überrascht, auch im Deutschen Bundestag sieht man uns. Denn Sie wissen ja, wir stellen regelmäßig, wenn es soweit ist, die neuen Sternzeichen vor. Und bisher haben wir uns damit ein bisschen Zeit gelassen. Und heute sehen wir in der Live-Übertragung zum Thema Steuerdebatte diesen Ausschnitt hier aus dem Deutschen Bundestag. Also versteht ihr das? Seit zwei Tagen hat schon das Stier angefangen und der Helmut Zerlett hat noch nicht eingeführt. Ich glaube, bei denen stimmt was nicht. Können Sie mal sehen, oder? Es ist soweit. Es ist soweit. Und wir haben gesagt, das wird dieses Mal, weil der Stier ein ganz besonders tolles Sternzeichen ist, nicht einfach so gemacht wie normal, sondern wir machen das mit einer Ansage, wie sie es von den großen, großen Boxkämpfen von Gentleman Henry Maske gewohnt sind. Die Ansage für das neue Sternzeichen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Set 1 proudly presents als Stier Helmut Zerlett. Hallo, Chef. Der ist noch nicht fertig. Noch nicht fertig? Nein. Aber er wird es gleich schaffen, oder? Ja. Ja, danke dir, Özgür. Ja. Mein Fahrer Özgür, meine Damen und Herren. So. Dieses Kostüm ist so unglaublich toll und der Stier ist ja ein so wahnsinnig bedeutendes Sternzeichen. Und wir wiederholen noch einmal die Gentleman-Boxer Henry Maske. Ansage für Helmut Zerlett als Stier. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Set 1 proudly presents als Stier Helmut Zerlett. Diese Annonce begegnet uns seit einigen Tagen. Es ist unsere liebe Kollegin Susanne Atwell, die auch schon bei uns zu Gast war. Und schauen Sie, Pro7, der fantastische Sender Pro7, geht an die Börse. Man kann demnächst Pro7 Aktien kaufen. Das ist unglaublich interessant. Es gibt eine sogenannte Aktien-Hotline. Da rufe ich jetzt mal an. Denn Aktien von ProSieben, das müsste eigentlich nach oben knallen, dass es der Wahnsinn ist. 0130. Und achten Sie mal auf die Stimme dieser Hotline. Sie haben die richtige Nummer gewählt. Willkommen bei der ProSieben Media AG. Hey. Wir gehen im Juli an die Börse. Damit Sie nichts verpassen, versorgen wir Sie gerne mit regelmäßigen Informationen haben über unser Unternehmen und den Aktienkauf. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton Ihren Vor- und Nachnamen und nennen Sie uns Ihre Adresse. Danke. Gemeinsam mit unseren Banken versorgen wir Sie bis zum Börsengang dann mit allen wichtigen Informationen. Und Grüße an den Paten. Danke. Ja. Haben Sie erkannt, was ist? Haben Sie erkannt? Das ist die Stimme, die deutsche Stimme, unter anderem, aber hauptsächlich von Robert De Niro. Christian Brückner, einer der gefragtesten Sprecher in Deutschland. Robert De Niro macht den Anrufbeantworter für ProSieben, oder? Das ist ein Sender. Großartig, oder? Hat man Glück, dass nicht gleich heißt, wer? Das fragst du mich nicht nochmal oder du bist tot.
Diese Hotline nutzt uns natürlich nichts, denn wir brauchen eine Live-Auskunft, aber es muss ja dort sowas wie einen Pförtner geben. Vorwahl München. Ab Juli ist es, glaube ich, soweit. Mit den Aktien. Hallo und herzlich willkommen bei ProSieben. Da unsere Redaktionen zurzeit nicht besetzt sind, können wir uns leider nicht persönlich erreichen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, uns nach dem Signalton eine Nachricht aufs Band zu hinterlassen. Unsere Zuschauerredaktion steht Ihnen täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr mit Informationen zur Verfügung. Für Ihren Anruf bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen Ihnen noch einen recht angenehmen Abend und natürlich viel Spaß mit unserem Programm. Er hat doch gesagt, ich kann eine Nachricht hinterlassen, oder? Schade, ich hätte ihm gerne eine Nachricht hinterlassen, mit dieser Stimme. Hallo, ich bin's. Ich will Arabella Kiesbauer von 9 Uhr morgens bis nachts. Da trinke ich doch mal einen Schluck deutsches Wasser live. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Mein erster Gast kommt aus der schönen Schweiz, unserem wunderbaren Nachbarland, dem wir so viel Großartiges zu verdanken haben. Er ist mit dem großartigen Ensemble der Wochenshow jeden Samstag hier in Sat 1. Heute bei uns zu Gast, herzlich willkommen, Marco Rima. Harald. Das war ein Einstand. Das war ein Einstand. Ja. Damit man mal kurz sieht, ich hätte das vorher sagen sollen, aber ich wollte, weißt du, dass du jetzt rauskommst mit dieser akrobatischen Einlage, damit man sieht, was du in der Wochenshow machst. Unter anderem ein kurzer Ausschnitt Marco Rima in der Wochenshow. Ich brauche kein Bier auf Hawaii. Ich brauche kein Bier. Dieses Bier ist Hawaii. Ich brauche kein Bier. Zack, zack, zack. Hör mal. Hey. Hast du gehört? Gewaltsteuer fordern die Basler Frauenliste? Ja, aber du hast die Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt, weil das Problem ist folgendes. Wenn die Frau zuschlägt, beziehungsweise der Mann. Ja. Das dauert ja eine Weile, ne? Ja. Und die Frau weicht aus und schlägt auch zurück. Knallt ihre Faust gegen sein Kinn und dann sagt sie, schau mal Hans, Korega Tabs, fly away. Kannst du dann sehen, ne? Ja. Ja, ist so. Ich bewundere, dass diese Akrobatik, wie sportlich du bist. Ich habe mit Begeisterung gelesen, du fährst jetzt auch noch Autorennen. Ja. Du trittst praktisch 4 seit 1 als Autorennfahrer an am Nürburgring. Ja, ich meine, wir hatten ganz große Autorennfahrer mit Joe Siffert und Clay Regazzoni. Ja. Und ich dachte dann, na, wäre was, wenn ich jetzt auch Autorennen fahre. Ja. War gestern in Berlin so in einem Vorbereitungskursus. Ist total der Hammer. Nee, ist super. Da fährt man also so in diesem Ding so auf diese Pylonen zu. So. Und dann. Und dann knallen dir diese Pylonen so. Ja. Links und rechts an den Ohren vorbei. Und du bist froh, es sind keine Pygmäen. Ja, Pylonen. Pylonen, das ja, sind genau. Diese Lübecker Hütchen heißen. Ja, genau. Ja. Und am nächsten Samstag machen wir dieselbe Übung dann mit Feuerstein. Spartakus. Da steht er auf der Straße. Ja, genau. Ja. Also, und da fahren verschiedene Fernsehanstalten gegeneinander bei diesem Rennen. Was ist das für ein Rennen auf dem Nürburgring? Also, es sind 180 Teilnehmer, die da fahren. Ja, in wie viele Autos? Ich glaube in 180, ja. Und ja. Du, ich muss mal aufs Klo, weil ich habe Spargel gegessen und irgendwie ist mir wirklich? Das ist ein Grund. Deutsches Wasser. Hey. Ja, als Schweizer. Danke.
danke. Deutsches Wasser. Das gefällt 1A Qualität. Ja, das gefällt mir. Endlich mal ein Gast, der sich zivil verhält. Normal. Spaß beiseite. Das sage ich oft auch bei Gästen, wo man sagt, wo war der gerade? Aber jetzt war wirklich Spaß beiseite. Ihr seid mit der Wochenschau für die renommierteste Auszeichnung nominiert, die genau. es in Europa gibt. Für die Goldene Rose von Montreux. Wie wir. Bien, alors. Oui, c'est Montreux. Oui, c'est le roman de. C'est le roman fascinant, c'est oui. Ah, bien sûr. Nee, das stimmt. Und sag mir, lass den Applaus ab, Eben. Danke. Nee, ist wirklich wahr. Wir haben vergangenes Jahr mit der Wochenshow yeah. den Einstiegspreis gewonnen, den gedämpften Uhu von Hamburg. Ja. Und sind jetzt in Montreux. Aber das wollte ich schon fragen. Ihr sagt Montreux. Wir Frankophilen sagen Montreux, aber du sagst Montreux. Ja, wir sagen Montreux. Ihr Montreux auf Montreux. In Montreux. Ja. Montreux. Und da geht's am Wochenende, fahrt ihr da mit dem Bus alle runter. Hey. Und das ganze Team. Und ich drücke euch sehr die Daumen, nervös. Es ist ja ein Riesenfestival. Sehr viele Engländer, sehr viele Franzosen, Türken, Italiener, mais alors, Portugiesen. Parle français, c'est très facile. Nee, wir freuen uns natürlich tierisch. Wir sind natürlich auch nervös, ja. weil wir sicher sind, vielleicht einen Preis zu bekommen. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch nicht mal jetzt Ingolf, Anke und Bastian danken, sondern einfach dem ganzen Wochenshow-Team, was hinter uns steht, dem hintersten und letzten Fahrer, weil die einfach dazu beitragen, dass wir Erfolg haben. Da steht auf der Tafel Ausschnitt Werbespot Wochenshow. Ja, und zwar, das muss ich sagen, so. Es ist einer meiner Lieblingswerbespots überhaupt. Immer den Satz! Ihr habt doch immer einen Scherz, ihr Schweizer. Ja, trink nur, Marco. Es kostet nichts. So. Dieser Spot, den wir jetzt sehen, ist einer meiner Lieblingsservice-Spots. Und ihr seid mir zuvor gekommen, ich wollte ihn auch parodieren. Ja, aber ich muss sagen, ihr habt es so perfekt gemacht, so großartig. Es ist so fantastisch, wie Ingolf in diesem Spot ist. Ich habe Ingolf selten so gut gesehen. Ingolf Lück ist großartig. Schön, dass du das ja. so sagst. Und Sie werden das sehen. Ingolf macht das so fantastisch. Und Sie werden, achten Sie genau, Marco ist auch kurz drin. Eine ganz tolle Parodie, meine Damen und Herren. Bitte, aus der Wochenshow, mit Marco! Hey, der Schober! Schröder! Mensch, ewig nicht gesehen! Setz dich! Wie geht's dir? Wie geht's denn uns dir? Total schlecht! Wart mal! Mein Haus, mein Wagen, meine Frau! Mein Haus, mein Wagen, meine Frau. Meine Dusche, meine Hausbar und mein Fachhund. Aber an der Wall Street, da hattest du doch Millionen. Mein Anlageberater. Wenn's um Geld geht, Barkasse. Es ist absolut fantastisch, weil man sieht das. Es hat mich erinnert an diese berühmte Szene in der Cafeteria in Heat zwischen De Niro und Al Pacino. Zwei Megastars in einer Szene und man nimmt sich gegenseitig nichts. Weil man spürt, auch gegenüber sitzt ein Gigant. Ja. Und das habt ihr so fantastisch. Es ist wirklich großartig. Wir bleiben sitzen, ne? Es ist absolut okay. fantastisch. Nee, danke. Nee, ja. Es macht auch irrsinnig Spaß. Wir haben sehr viel Freude, die Wochenshow auch zu machen. Ja, wir ist ja gut. Nächste Woche ein Jahr Jubiläum feiern. Ja. Nicht nur die Goldene Rose von Montreux holen, sondern wir werden im September auch weitermachen. Und da freut sich natürlich mein Produzent Ralf Günther, dass ich das gesagt habe. Hast du schon einen Vertrag? Ja. Du hast schon einen Vertrag für den Ach, Scheiße, warte mal, ich muss mal gucken. Nee, ja, klar. Sag, Montreux, ist das gerade für dich als Selbstzahler ein Höhepunkt in deiner Karriere? Och, man hat viele Höhepunkte in seinem Leben. Ich habe etwas... Ja? Ich habe etwas... Willst du den griechischen Namen dafür wissen? Nee, egal, komm. Ich habe etwas wahnsinnig Tolles erfahren, was natürlich zu dir als Komiker passt. Du hast einen Herzfehler. Ja, stimmt. Aber das ist so ein Detail. Ich habe auch einen Sparren weg, ansonsten. Nee, ich habe wirklich einen Herzfehler. Ist das etwas sehr Ernstes? Also ich meine, das ist ja so wie bei Schwarzenegger, dass du bald... Eine Klappe vom Schwein kriegen muss oder was? Oder wie ernst ist es bei dir? Na, der Arnold, das ist natürlich kein Problem, gell? Wobei das Gute beim Herzfehler ist, ich kann mich immer vor der Arbeit drücken. Ich kann sagen, kannst du die Kinder aufhören oder mal staubsaugen oder so. Nee, ich habe ein Loch in der Herzwand. Das ist ein sogenannten Septumdefekt. Septumdefekt? Aber keine Sorge. Wie wurde das festgestellt? Wie wurde das festgestellt? Wie? Ja? Nun, ja, ich hatte mal einen Zusammenbruch, da musste man mich untersuchen und hat festgestellt,
dass ich halt einen Herzfehler habe. Ach so. Ja, und ich hätte keinen Dienst leisten müssen. Das war wirklich? Du warst umsonst bei dieser gefürchteten, beinharten Schweizer Armee, vor der das Ausland zittert. Ja. Das hören Sie gern, die Schweizer. Ja, wir sind eben tapfer. Ja, klar. Super. Ihr seid auch das Gewehr zu Hause. Ja, klar, im Schrank. Hä? Und sogar die Gasmaske. Ja. Und zwei Paar Schuhe. Aber du hast das Stichwort. Du hast das Stichwort. Übrigens, vielen Dank für die Schuhe, die du mir letztes Mal mitgebracht hast. Und es ist wirklich nicht nötig, dass du jedes Mal was bringst. Nee. Du hast das schon. Du hast es schon angefangen mit der Hausarbeit. Ja. Ja. Bist du einer, der mithilft im Haushalt? Oder? Doch, ich bügle gerne. Wirklich? Ja, und dann höre ich fern. Was heißt das? Ich gucke auf die Hemden, die ich bügle, aber höre zu, was im Fernsehen kommt. Ne? Weil ich kann ja nicht gucken und bügeln. Nee. Dann hast du so einen Teil, dann kann man die Brusthaare so zeigen. Ne? Am Wochenende gehst du in die Schweiz. Genau. Ja, dort ist ja. Und dann ist sehen statt hören. Genau. Und ich danke Marco, alles Gute für Montreux. Marco, immer. James Last, wie immer in den letzten Tagen bei uns zu Gast heute. Im neu eröffneten Sternzeichen des Stiers. Mein nächster Gast. Am kommenden Dienstag in einem großen Spielfilm zu sehen. Inside 1, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen bei uns. Sehr attraktive Frau. Herzlich willkommen, Leslie Morton. Ich wollte Ihnen Blumen mitbringen, ja, weil ich möchte Ihnen zum Grimme-Preis sehr herzlich gratulieren. Vielen Dank. Aber ich habe keine gefunden in der Nähe vom Hotel. Und das aber war das ist doch viel schöner, ein geplatzter Sat.1-Ball. Ja, schön. Nein, vielen Dank. Ich habe das vorhin schon bewundert. Neue Frisur, neue Farbe. Es sieht toll aus. Danke. Steht Ihnen sehr, sehr gut. Was hat Ihr Mann gesagt dazu? Also das Kurze kennt er, aber das Rote kennt er noch nicht. Aber es ist für Projekte, also es ist nicht privat. Das Rote kennt er noch nicht? Nein. Jetzt kommt eine raffinierte Frage. Wann haben Sie das Rote machen lassen? Vor 2 Wochen. Oh, viel unterwegs? Erst in Zürich. So. Ja, vielleicht sieht er heute Abend fern und dann sieht er das. Vielleicht nach der Vorstellung. Ja, wie wird er reagieren? Er ist ja selber ein Rotschopf. Ach so, aber bei ihm ist das sozusagen Natur gegeben. Ja. Der Film heißt nächste Woche Der Atem des Todes. Ja. Und sehr ernstes Thema, es geht um ein böses, ein geheimnisvolles neues Virus. Ja. Ja? Nein, neu nicht, nein. Das Virus ist nicht neu? Nein. Aber es ist böse? Ja. Ja. Bevor ich noch mehr mich am Thema vorbeirede, schauen wir doch erstmal einen Ausschnitt an, oder? Robert, ich hab... Warum habt ihr mich in diesen Bunker geschoben? Ich soll in meinem eigenen Krankenhaus verrecken und keiner soll es mitkriegen! Sag mal, spielst du? Du spielst mit deinem Leben. Das höre ich mir gefährlich aus. Sie tragen also diesen Kopfputz, sag ich mal. Ja, es hat ein bisschen was Komisches, ne? Wenn man so das Gefährliche wegliest, sieht es auch, eigentlich auch ein bisschen aus wie ein Aquarium. Allerdings, ja? Und so war es aber auch. Wirklich? Die haben nämlich vergessen, uns die Haube ist echt. Ja. Aber hinten der Apparat, wo die Luftzufuhr ist, das hat die Requisite aus Holz gemacht. Das heißt, dass wir keine Luft bekamen. Da drin. Donnerwetter. Ja, ja. Nach welcher Zeit hatten Sie das gemerkt? Ungefähr nach 20 Sekunden, wo es also zuhauchte und vernebelte und wir selber keinen Atem mehr hatten. Und kriegt man dann das Ding schnell runter oder kriegt man erstmal Panik? Nein, also es wurde ja festgebunden und mit Sicherheitsnadeln und alles Mögliche. Es hat eine Weile gedauert. Aber dann kam sicher ein Requisiteur und sagte, Moment, ich mach das weg. Ja, genau. Nicht, dass da was passiert. Wir sind dann alle so ein bisschen angelaufen und haben geschwankt. Aber für so einen Fall gibt es ja die Berufsgenossenschaft, nicht? Die dann in dem Fall eingreifen würde. Was ist das denn für ein Virus? Das ist in dem Film ist es nicht etabliert, genau. Aber es hat halt mit Ebola, mit Krim-Kongo, mit Hantan, mit Marburg,
Viren zu tun. Und, was sind alles Viren? Ja, Marburg ist auch ein Virus? Ja, wurde in Marburg entdeckt. Ja, ach so, das war... Das sind hämorrhagische Fieber. Du lieber Gott, das ist ja selbst für mich, den Hypochonder, sind das ja unbekannte... Haben Sie sich da richtig eingearbeitet in diese Welt? Ja. Wie? Naja, ich war im Labor in Berlin und habe da halt so vom Laborleben her das mitbekommen. Und dann habe ich sehr viel gelesen. Und das Buch war auch sehr gut recherchiert. Ja. Das ist immer schrecklich, wenn man sich das sieht, wenn man nach vorne kommt. Ja, ich lasse es für mich alleine abhängen. und da haben wir halt sehr viel recherchiert. Waren auch in Kliniken in München und haben auch den Chef-Virologen überhaupt von Deutschland, der ist in Würzburg, der hat uns auch sehr beraten. Und es ist ein sehr wichtiges und es ist auch ein sehr gefährliches Thema. Der Chef-Virologe, ist das ein Mann, der überhaupt noch, sagen wir mal, irgendjemand die Hand geben kann, eine Türklinke anfassen oder ein Brot essen? Also Viren und Bakterien sind doch die neuen Superkiller. Deswegen hat man diese schönen Anzüge an. Ja, und wie ist der Mann so normal drauf? Ist er noch fröhlich? Der kann auch lachen? Ja. Sagt doch, in 10 Jahren kommt es auch hierher. In 10 Jahren? Ja, 10 Jahre ist es. Aber vielleicht nur bis Würzburg, oder? Haben Sie keine Panik gekriegt? Also ich stelle mir das, wenn man das liest. Ich habe von Viren geträumt, wie blöde. Ja. Also ich bin verfolgt worden. Also schrecklich. Es ist eine schreckliche Krankheit. Es ist grausam. Und Sie sollen ja auch resistent werden gegen alles, was wir so im Nachttisch-Schublädchen haben, nicht? Also ja, Antibiotika. Es gibt gar nichts. Überhaupt nichts? Nee. Was löst dieses Virus aus, das im Film beschrieben wird? Es wird, also Ebola oder Hantan. Also Hantan kommt meistens durch Ratten oder Mäuse und so. Und Ebola kommt durch Fieber. Also sie haben alle Fieber, sie nennen sich hämorrhagische Fieber. Und das heißt, dass innen drin im Körper ist sozusagen, dass die Adern sie zergehen. Ja, und das sind erste Symptome. Eben. Aber er hat den großen Vorteil. Das Tolle ist bei ihm, das Tolle ist bei diesem Virus, der Befallene merkt es nicht. Solange alle regelmäßigen Abstände machen kann, es hilft nicht, aber es lindert. Ja. Also ich könnte sowas nicht. Wenn ich das lese oder mich befasse, ich würde sofort glauben, ich habe alle diese Viren gleichzeitig. Ja, dann sind Sie auch ein guter Schauspieler. Nee, das eben nicht. Also ich würde, nochmal, was löst das aus, dieses Virus im Film? Das weiß man nicht genau. Ach so. Also es ist Blutkontakt über Schleimhäute. Und so. Haben Sie denn auch wieder eine andere Arbeit, die dann sozusagen ein bisschen mehr jetzt in den Bereich des Schönen am Leben geht? Also ja, auch. Also ich drehe jetzt gerade in Hamburg mit dem Ben Fabong und Jennifer Nitsch, Christoph Waltz, Herbert Knaup, Richie Müller, drehen wir einen sehr schönen Zweiteiler. Der heißt Blackout, das ist Arbeitstitel. Das ist auch so eine Schwesterngeschichte, sehr interessant. Deswegen, unter anderem, habe ich mir auch die Haare rot. Ja, aber ich sage nochmal, steht Ihnen wirklich sehr, sehr gut. Auch Danke. Das Kurze. Stimmt es, dass Sie so einen Schuhtick haben? Ja, ich mag Schuhe, Wie viele Paar Schuhe haben Sie? Das weiß ich nicht. Wirklich? Nein, weil ich sie aufhebe. Also es ist ja Schuhe, dass ich hebe Schuhe auf, weil manchmal kann ich sie für eine Rolle benutzen. Habe ich jetzt auch gerade in einem Film. Habe ich ein paar Schuhe benutzt, die ich vor 20 Jahren gekauft habe. Ich bin da schon über 20. Ja. Ich weiß. Aber knapp. Ja, gerade mal. Knapp. Ja. Und ist das für eine Rolle so wichtig, welches Paar Schuhe man... Oh ja. Ja? Ja, also man muss ja wissen, wo man steht, wie man steht, in was man steht. Und das ist ja die Basis, ist ja der Boden. Und die Schuhe verändern auch den Charakter, je nachdem, ob man da irgendwie einen eleganten, tänzerischen Schuh trägt oder doch so was Artiges, wo die Kasse ein bisschen was dazu gibt. Ja. Ja. Stimmt es, dass das eine der allerersten Arbeiten, die Sie gemacht haben, mit Liz Taylor war? Ja. Wo war das, in Wien? Ja. Ja? Und wie ist es, sie war damals sicher noch strahlend schön? Ich glaube, das war nicht so eine gute Zeit von ihr. Ach so, also schon ein bisschen eher... Ja, verstehe. Also ich meine, sie ist immer eine sehr attraktive Frau gewesen, aber das war, glaube ich, so nicht so. Und was hatten Sie mit ihr zu spielen? Was war das? Ich stand im Hintergrund und durfte ihr aus einer Kutsche helfen. Wobei ich ihr durch meine Aufregung habe ich sie erwürgt. Wieso das denn? Sie lebt doch noch, oder? Ja, ich meine, nicht tödlich, aber sie kam raus und sie hatte eine Federboa so umgeschlungen und ich lief hin und sollte ihr die Boa abnehmen und irgendwie hat sich das verheddert und ich zog und sie macht Ich habe sie richtig voll erwürgt und ich bin natürlich dann also vor Pein in den Boden gefallen und dann wurde Cut! Ja, aber sie hat das kollegial genommen. Ja, sie sagt, we'll do it again, dear. Und für mich ist immer ein großes Vergnügen, wenn Sie bei uns hier zu Gast sind. Egal mit welcher Haarlänge und mit welcher Haarfarbe. Danke vielmals. Alles Gute. Leslie Morgan.
Morgen Abend fangen wir ein bisschen später an. Morgen Abend beginnt die Sendung um 23.30 Uhr. Wir haben zwei großartige Gäste und ich kann ein kleines Rätsel zum Schluss für Sie aufbereiten. Deine Gast morgen Abend ist ein großartiger Musiker. Matthias Reim ist morgen Abend hier. Matthias Heavy Metal Reim. Und der zweite Gast ist eine junge Schauspielerin. Und schauen Sie mal dieses Bild hier an. Das sind junge Schauspielerinnen, die es geschafft haben. Sie sind in den Daily Soaps, wie das so heißt. Unter uns, über euch, wir gegen alle. Und wie das alles heißt, vier gegen Willi und so weiter. Und schauen Sie das an. Eine dieser jungen Damen ist es. Und sie werden erraten, welche es ist. Es ist Berit Arnold. Morgen Abend bei uns zu Gast. Zusammen mit Matthias Reim, meine Damen und Herren. Da steppt der Bär. Dankeschön, bis morgen Abend. Gute Nacht.